Wie hättet ihr gehandelt in dieser Situation? Guten Morgen! Wer sehr sensibel und mitfühlend ist, den rate ich, die folgende Videosequenz nicht anzuschauen. Mir selber hat es einiges an Überwindung gekostet, einfach nur dazustehen und wie ein gefühlt zweitklassiger Sensationsgala-Reporter die Szenerie zu beobachten und zu filmen. Doch mir wurde recht schnell klar, dass es sich hier um ein grundlegendes Thema in der Natur handelt, was euch gemeinsam mit mir anregen soll, die Welt bewusster wahrzunehmen. Die Grundfrage ist eben, was hättet ihr getan? Hättet ihr was getan? Und warum hättet ihr was getan? Und vor allem, für wen hättet ihr was getan? Und gegen wen hättet ihr was getan? Jetzt kommt die Sequenz. Ich packe euch einen Link permanent in die obere Ecke irgendwo, wo ihr die Sequenz einfach überspringen könnt. Aber es macht durchaus Sinn, sich dieser unangenehmen Situation zu stellen. Genau wie ich es persönlich auch getan habe. Weil nur dann kann man realistisch ein Urteil abgeben. Einfach zu sagen, man soll der Natur ihren Lauf lassen zum Beispiel und dann wirklich mit anzusehen, wie ein Lebewesen getötet wird, das sind schon zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Also hinsetzen und ehrlich zu sich sein. Das ist halt die Frage, eingreifen oder nicht, ne? Ist das die Natur? Instinktiv würde ich natürlich gern die Maus irgendwie beschützen, aber Maus ist, das ist nur wirklich die Natur. Die Katze ist nicht konditionierter Fleisch, sondern es ist halt ein Räuber und ein Jäger. Ja, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Vielleicht spielen sie ja nur, aber ich glaube nicht. Wie würdet ihr reagieren? Wie würdet ihr reagieren? Ah, ich habe irgendwie nicht mal so richtig Lust, dem Schauspiel beizuwohnen. Ah, ich wollte einfach nur mal einfangen, weil das ist halt schon interessant, ne? Wie so einer Situation. Ich meine, die Maus tut mir natürlich leid, aber die Katze ist halt Raubtier. Es ist halt. Ach man, ich bin echt gespannt. Ich bin richtig, richtig gespannt, wie, was ihr machen würdet. Hättet ihr die Katze jetzt weggejagt oder sowas? Und die Maus gerettet? Macht das einen Sinn, in der Natur einzugreifen oder nicht? Ja. Ich muss sagen, ich bin da selber relativ unschlüssig. Unsere Emotionen sind ja auch irgendwo ein auch was Natürliches. Unser Mitgefühl für die Maus zum Beispiel ist doch vielleicht auch was ganz Natürliches. Und deswegen sollte man einschreiten und eben die Katze nicht die Maus fressen lassen. Oder ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin echt total gespannt auf eure Kommentare. Und ja, alles klar. Ja, ich möchte eigentlich auch gar nicht groß mehr vorgreifen. Es gibt auch nichts vorzugreifen in dem Sinne. Also
Die Frage ist entweder der Natur ihren Lauf lassen oder sich selber einmischen als ein Teil auch der Natur und zu sagen, ich gehöre zur Natur, ich bin empathisch und ich helfe der Maus, weil ich hier bin und ich möchte das jetzt und das ist natürlich. Eure Meinung in den Kommentaren. Ich bin sehr gespannt und glaube so gespannt, wie ich noch nie gespannt gewesen bin, weil ich bin ja wirklich in einem emotionalen Zwiespalt und konnte mich selber noch nicht auf eine Meinung festlegen. Wenn ihr einen Unmut darüber spürt, dass ich die Situation in der Natur aufgenommen habe, kann ich euch vollkommen verstehen. Und bitte lasst es auch in den Kommentaren raus, wenn ihr das fühlt. Denn alleine das Aufnehmen dieser Szenerie war für mich irgendwie schon, hat sich irgendwie falsch angefühlt. Aber ich sah und ich sehe hier wirklich Potenzial für wichtige Gedanken, die ich mit dem Video in uns auslösen kann. Da eben die Situation für mich nicht klar ist und dadurch neue neuronale Netze im Kopf gebildet werden und uns sozusagen dahingehend auf eine neue Stufe der geistigen Evolution führen kann. Bitte lasst uns wirklich ernsthaft über diese Situation austauschen. Ich warte auf euch in den Kommentaren.